Schön, dass ihr da seid, um mit uns fortzufliegen hier in Super Mario Bros. Wunder. Wir haben hier im letzten Part so ein Teil freigeschaltet, ein Fliegeteil, was uns wohin auch immer bringt, drei Fragezeichen. Wir konnten den Umriss noch nicht deuten bis jetzt, mal sehen, was es wird. Aber wir gehen einfach mal rein, oder? Ja, das Unbekannte erkunden. Jetzt wird man sogar noch gefragt, das ist schon... Aber einfach ja. Nö, gehen wir jetzt einfach. Abbruch. Wir hätten ja schon nach der Hauptinsel in der Mitte schon das Castle machen können, gefühlt. Von den Wundersamen her, weil es da einfach gottlos viele gibt. Aha, sieht so aus wie... Ach, Junge. Sieht aus wie eine neue Welt. Wir werden, glaube ich, in diesem Part auf jeden Fall... Aha, Spezialwelt. Ja, das stimmt, wir wären ja weitergekommen, ohne hier hochzugehen erstmal, ne? Lull. Man hätte ja die ganzen Level sich sparen können. Ja. Und Castle machen können, ja. Enorm! Unglaublich! Dieser Ort ist wirklich fantastisch. Hä? Hat der einen Bart? Das ist doch ein anderer. Nee, der hat... Der ist sein Mund. Ach nee, ach so, der hat seinen Mund aufgemacht. Ja. Wo sind wir ja eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Ist geradezu ein Spezialgebiet. Ja, jetzt sabbelt man nicht, als ob der sich das jetzt gerade ausgedacht hat. Königssamen gibt es hier wohl keine, doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Ja, aber wenn das halt wirklich eine andere Welt ist... Ja, hätte ich jetzt gar keinen Bock, mich da umzuschauen eigentlich. Vollkommen richtig. Ja, das sieht aus wie die neunte Welt. Mario Bros. Wii oder so. Ja, richtig. Das heißt, wir schaffen es doch tatsächlich in diesem Part, die erste Welt abzuschließen. Also, eventuell. Ja, stimmt. Nein, ich sag's einfach. Nicht eventuell. Wir schließen die Welt ab. Und ich sag immer eventuell dazu. Gut. So, dann ist ja jetzt Castle Time, oder? Jetzt ist Castle Time. Wir haben meines Erachtens alles andere. Haben wir den, ja doch, den Bums haben wir schon gemacht, da unten das Abzeichen. Das heißt, ja, das erste richtige Castle, was auch aufgefallen ist, oder eigentlich nicht aufgefallen ist, es gab gar keinen Turm. Außer natürlich, das war jetzt nur die erste Hälfte der ersten Welt, mag ja auch sein. Sorry. Aber schauen wir mal rein, denn ich denke, das ist wahrscheinlich, ist das schon das Castle der ersten Welt. 14 haben wir auch gerade so. Gerade so. Wir hätten sogar alle Sachen da bezahlen können und wären immer noch zu viele. Ja. Aber nein, es ist nur eine Abfrage. Oh, Schwierigkeit 3. Nur einen Samen. Pilpalle. Palast der Röhrenfelsenwiese. Abfahrt, liebe Freunde. Wir haben nochmal Charaktere gewechselt. Ah ja, ich bin Peach und du bist Toadette. Einfach auch, ja. Wir wollen das jetzt mal so machen, dass wir die alle zeigen und dann wechseln wir wieder zu den Basic. Ich Kid. Der guckt ja, achso, der guckt in die andere Richtung. Also die Musik ist schon böse. Kannst du es bitte nochmal sagen? Er hat gesagt, Kid, was ist das denn bitte? Ah, danke. So, ja, aber wir gehen da rein. Rein in die Bude. Wir ekeln uns nicht. Ja. Oh Gott. Gott. Hilfe. Das die Knochenviecher. Leute, das sieht aber alles. Fuck. Ich dachte, das ist wieder schon normal. Okay. Was gibt's hier? Münzen. Achso, lol, hä? Da kommt noch einer. Achso. Hier ist wieder so ein Yoshi-Block, auch wenn das. Also, die habe ich nur wirklich noch gar nicht gerafft. Diese Blöcke, die Charakterblöcke. Es ergibt null Sinn, dass die irgendwie. Ja, und jetzt? Achso, jetzt kommen wir da nicht. Achso, doch. Okay. Ein wenig verwirrend, das Ganze. Aber wir schaffen das. Ach, zuletzt, Dinge hier sieht irgendwie schon witzig aus. Ja. Das war richtig gutes Timing, Meister. Ja, das sieht ja richtig. Lass dich da mal verrecken. Ja, hast du gut gemacht. Das mache ich selber. Jetzt gehe ich selber drauf. Ja. Aber hier ist so eine Röhre, die sieht aus als... Ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden mit diesem, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Ja, okay. Sind wir hergerudert? Wir sind safe, haben wir schon irgendwas verpasst jetzt hier vorne. Wir müssen doch mal hier hochgehen oder so. Ist hier irgendwas? Weil diese Röhre sieht so aus, als ob man da rauskommt. Für mich. Aber egal. Dann muss es nachgeholt werden. Ich meine, wir müssen uns ja eigentlich nur darauf konzentrieren, die drei Sachen zu finden, ne? Die drei Münzen. Ja. Mehr ist es ja nicht. So, wie geht das jetzt hier? Wie, was? Ja, das weiß ich auch nicht. Da braucht man höchstwahrscheinlich irgendeinen... Weiß nicht. Kommen wir auch nicht rein. Ach, jetzt habe ich das erst gerafft, was du vorhin gemeint hast. Ich habe mich auch gewundert, wo der Goomba hergekommen ist. Aber ja, der kommt ja da einfach raus, weil... Der kann da auch durchfallen. Durchfall. Ja.
Gut, also wir haben noch keine Münze und sind an der Halbzeitflagge. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Wunderblume? Hä? Warum gibt es denn eine Wunderblume? Ja, weil dann gibt es kein Ziel. Ja, stimmt, läuft. Ja, ist ja richtig. Aber ich dachte halt, man bekommt die halt am Ende dann dafür, so, wenn man den Kunden besiegt hat. Kann man nochmal Peach angucken? Ja, relativ funny, wenn die so Elefant, kannst du das wegschieben da, die Röhre, nach innen oder so? Nee. Dann muss man wahrscheinlich irgendwo... Das sieht aus, als könnte sich das drehen, ne? Achso, oder man geht da durch. Ja, das wäre auch mein Guess gewesen bei den anderen Teilen, richtig, aber da konnte man nicht rein. Aber vielleicht ist es ja jetzt der Fall. Okay, ist also mal wieder so eine normalere. Komm mal mit schnell, weil das fällt ja alles runter, sonst ist ja gleich alles im Arsch. Ja, aber erst wenn man drauf springt, denke ich. Sicher? Ah, lol. Ja, sehr sicher. Hier ist sie. Oh, das ist die erste, lol. Lol, echt erst im Anfang. Oder? Ah, ne, man fällt. Das fällt doch schon so. Das kann aber alles ganz schön gefährlich werden. Beziehungsweise irgendwie. Na, wir haben schon was verpasst jetzt hier, anscheinend, ne? Ja, oder halt auch nicht. Ist halt die Frage, weil es kann ja beides. Kann ja auch hier oben was sein. Ah, stopp ab. Ich bin auch wieder. Okay, da geht's nicht hoch. Oh oh. Ich bin hier unten. Ja. Dann gehen wir zurück, oder? Du kannst ja noch freirudern hier. Wenn du deinen Kunden behältst. So, mach ich das gleich mal? Weil ich glaube nicht, weil wir haben nicht, also dadurch dann nichts verpasst, wenn man hier dann noch weiter kann. Und du kannst da drüber rennen, ja. Ich nicht. Ja. Aui, saui. Hier, komm ran. Okay. Das ist die Skills. Skills, die man braucht. Komm runter. Oh, schneller. Achso, nee. Nee, so muss man das machen. So. Das habe ich mir nämlich gedacht, die versinkt. Ja, ich dachte, die wird verdeckt dann oder so. Ja, nee, gut. Ja, ist einfach gestorben. Das heißt, wir haben ja die drei Münzen schon. Wir haben alles, ja. Also schon. Also, nicht, sicherlich nicht alles, weil es wird ja safe noch ein Bosskampf kommen, hoffe ich. Ist gerade den Berg hochgerutscht. Ja. Okay. Nochmal eine Halbzeit? Safe. Eine Drittelzeit. Ist hier noch irgendwo ein Block für ein geiles Item für mich? Scheint nicht so. Naja. Ja, du bist ja geskillt. Ich bin gespannt vor allem. Achso, hier, guck. Das ist ja schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber es ist schwierig, aber es ist ein. Also, ich weiß mal A gedrückt. Perfekt. Das war sehr schwierig. Achso, kommt einfach noch extra Raum. Gut. Das ist also Bowser Junior? Ja, ich bin dran. Ja. Was glaubst du? Etwa, du kannst mich auch halten? Hey, na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist ja überall. Hä? Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren so zu sehen. Perfekt. Du bist immer weggeschubst. Ich denke, das wird ein. Der macht ja gar nichts. Komm, jetzt ein Sack hier. Der soll mal sich nicht so oft spielen. Ah! Achso, jetzt kriegt er hier. Oh ja, moin. Ich würde mal Der hat das größer gemacht. Wollte er das? Ist ja dumm. Wir sind ein bisschen schwammiger, oder? Die Steuerung ist schwammiger, oder? Ja. Achso, aber er ist dadurch auch schneller, ne? Naja, okay. Jetzt wahrscheinlich gleich umgekehrt. Ja. Das ist jetzt natürlich dann ungünstig. Naja gut, das ist wieder große Fight bei MBU am Ende. Ah lol, aber wir haben Minifield-Skills. Achso. Stimmt, ist gut. Aber musst du auch Stammattacke machen, ne? Einfach dreimal treffen. Ja, achso. Ja. Okay. Ja, also auch innovativer Fight, wo sich unter, also während des Kampfes noch die Bedingungen ändern, das ist. Fand ich gut. Fett. So, und jetzt kriegen wir es gibt ja den komischen Königssamen, Hilfe. Das ist wahrscheinlich auch dieses Icon, was da oben steht, ne? Kann das sein? Ja, das kann sehr gut sein. Königssamen erhalten. Wir haben die erste Welt abgeschlossen. Also wirklich so passiert. Sag doch mal was. Es ist wirklich passiert. Der Wahnsinn. Normalerweise hat man zwei Parts gebraucht dafür. Und jetzt waren es sechs, aber zumindest fünfeinhalb. Ja, das sieht echt gut aus. Oh, das ist ein mächtiges Gerät.
Aber haben die Türme alle Augen und eine Nase? Sieht aus wie, keine Ahnung, Wario oder so. Und so gelang es Toadette und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Ja, Peach war nicht dabei. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Ja. Ja, Spiel vorbei, auf Wiedersehen. Da sind wir mal gespannt, ob wir das auch können. Sehr gespannt. So, hier ist jetzt das Schloss. Sieht gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelsenwiese gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Weiß man gar nicht, wohin mit dem ganzen Reichtum. Ja, wir können mal wieder irgendwie shoppen gehen. Die Blüteninseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Ja. Weiter geht's. Du sagst, wo es lang geht. Aha. Lul. Jetzt sieht man mal, naja. Kurz. Das ging aber schnell. Du hast auch nichts weggedrückt, ne? Nee. Na, ich auch nicht. Deswegen, ja, gut. Ja, ist okay. Hätte mir gerne die Ohren da ein wenig länger angeschaut, aber macht ja nichts. Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist das etwa... Bowser. Ah ja. Wer hätte das gedacht? Wo könnte er nur sein? Krasser Rauch da aus der... Das habe ich dir auch gesprochen. Shisha-Bowser. Ja. Oh, meine Piranha-Wolken werden alle stören, Friede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir... Ein großes Wunder will er also vollbringen. Das ist ja interessant. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Wir sind doch die ganze Zeit schon dabei, Meister. Mach mal entspannt. Doch, ja, einfach dagegen knallen. Oh, was passiert denn jetzt? Zerstört die vielleicht so eine Piranha-Pflanze oder so? Ja, das ist krass. Wie guckt der denn? Wie? Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Achso, wir haben hier trotzdem noch was. Hey, dann macht das doch einfach mit den anderen auch. Ja. Solche Macht nur durch einen einzelnen Königssamen. Naja, war jetzt auch nicht so besonders, oder? Es ist ja... Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr, sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Nein. Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Nice. Ich freue mich ja so, vielen Dank. Gut, dann sollten wir sogleich zum Wölkchengebirge nördlich von hier aufbrechen. Hä, hey, Leute, ich dachte, die Blumen hier ist die nächste Insel, Welt. Inselblumen. Achso, na gut, aber das ist ja alles da oben, man sieht's ja. Ja. Und unten auch. Sicher? Naja, man sieht ja die Level, also irgendwie... Achso. Ist noch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen verwirrt bin ich schon noch. Na gut, man sieht ja aber wir haben nicht... Links man sieht ja auch links nicht das Ganze. Links die erste Welt. Die erste Welt ist ja gar nicht komplett drauf, oder? Nee. Man sieht wahrscheinlich alle Welten nicht ganz, ja. Aber das hier ist eine Welt, dann haben wir oben zwei, rechts wahrscheinlich zwei und unten links auch noch eine. Naja, oder unten, das ist auch eine. Vielleicht mit dem Lava-Zeug so rechts und links. Aber das kommt natürlich hin, weil wir wissen ja, es gibt 7 Welten. Das sind dann demnach 7 Welten. Gut. Fein. Ja, ab zum Wölkchengebirge. Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Mach mal. Aber da müssen wir uns ja erstmal hindurcharbeiten wahrscheinlich. Ja, ich hab jetzt gedacht, dass da irgendwas ist. Hier können wir wahrscheinlich Bowser anschauen. Ja. Toll. Sieht schon nice aus, der Boy. Die Blüteninseln. Steht da irgendwas? Liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sie auf allen Seiten. Jetzt ziehen wir es nochmal rausgezoomt. Gehe nach Norden, um zum Wölkchengebirge zu gelangen. Ja, okay. Auf der Gesamtkarte siehst du, wo die Blüteninseln mit anderen Gebieten verbunden sind. Öffne die Gesamtkarte, indem du mit Hilfe von L die Levelübersicht aufrufst und dann X drückst. Aha. Hübsch. Ja, Welt 1 Röhrenfelsenwiese haben wir, Welt 2 Wölkchengebirge. Wahrscheinlich führt sich das sofort. Was ziemlich geil aussieht, ist da rechts die wahrscheinlich dritte Welt. Ja. Das sieht echt nice aus.
Ach so, warte mal, Wölkchen gibt. Aber das ist ja jetzt doch dann nur da oben. Ja, scheinbar. Und die Blüteninseln sind dann nochmal eins. Sind irgendwie was Einzelnes, 5, aber 6, auch keine 7. Welt so wirklich. Müssen wir jetzt mal sehen, was hier für. Das ist halt die Frage. Für Level gibt. Da steht ja nicht keine Welt mehr. Ja, dann machen wir mal dran. Warte, warte mal auf. Jetzt hat man die Abgrenzung klar gesehen. Ja. 5, 6, das sind ja 7. Ja, es sind 7. Ist schon richtig, aber. Also mit den Blüteninseln. Wir haben ja auch noch die Spezialwelt, die erste schon. Vielleicht gibt es auch gut. Mehrere. Und diese Blüteninseln, weiß ja nicht, das sieht ja so aus, als wäre das eher so ein Übergangsding hier in der Mitte. Ja, aber es gibt ja Level. Ah ja, gut. Haus des fleißigen Fischers. Schauen wir uns an. Sieht aus wie etwas gratis Zeug. Ja, scheint so. Mal sehen, vielleicht hat er auch eine kleine Challenge für uns. Oh stimmt, den habe ich ja gesprochen. Wie war denn das? Hm, naja, den Fischer habe ich aber nicht gesprochen. Nee, mach den trotzdem. Ach. Seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? So dumm trinken. Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fortkommen, auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Der lässt doch selbst so ein Abzeichen springen. Oh. Ist, ja, könnte man. Oh. Wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Sorry. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen, den habe ich vor langer Zeit an Land gezogen. Ist ja nicht einfach hübsch. Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Das hast du nochmal erwähnt. Das heißt, greif zu. Hm, okay. Gelb. Nee, gelb. Orange-mäßig. Orange. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Achso, ich dachte, ich musste noch einsammeln. Ich dachte gerade, hey, warum geht's aus? Nein. Aber scheinbar haben wir den einfach so gegönnt bekommen. Achso, und die sind pro Welt dann natürlich auch. Andere Zählung, ja. Ja. Aber es ist schon mal gut, dass man nicht noch ja quasi die Münzen auch pro Welt einzeln hat, das wollte ich sagen. Achso, ja, das wäre blöd. Ja. Ja, fein. Richtigen Level hier, oder? Hier drüben. Ich glaube, ich würde zuerst das Abzeichen machen, weil ich denke, dass so. Das in einem Wasserlevel dann sinnvoll sein wird. Achso, na gut, ja, dann stimmt. Hm. Schauen wir mal rein. Also jetzt einfach nur so ein Wild Guess, weil das sieht alles so wassermäßig aus und wenn das hier so ein Wasserabzeichen ist, dann. Nee, ist ja klar. Gönnen wir das erstmal. Sehr viel Sinn. Drücke unter Wasser R oder schüttel den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht. Aber es ist so. Ja. Aha. Oh. Was willst du? Gar nichts. Gut. Nein, ich dachte, das geht bis ganz hoch. Man kann auch, also man kann das auch ziemlich. Ziemlich spammen, ja. Und die freuen sich alle sehr darüber. Irgendwann renne ich da durch und denke mir nichts Böses und dann geht's doch ganz zu. Ja. Gab's hier nicht irgendwie in den Leveln eigentlich? Ja. Die Dinge? Ja, wir haben selbst schon was verpasst. Aber hä, wo denn? Ja, wir hätten unten noch nach rechts irgendwie weitergehen können, nicht? Ja, Entschuldigung, den Zug, den können wir leider nicht abschalten. Wird man. Ja. Safe. Aber ist überhaupt der erste gewesen sein, oder? Ich glaube nicht, aber. Naja, ja, wir sind es halt gewohnt hier. Richtig, ich habe es gar nicht mitgekriegt bis jetzt. Ich bin sowieso gewohnt, ja. Hier gibt's aber gar nichts, nicht mal so ja. Münzen oder normale Münzen. Ich bin irgendwie leicht verwirrt und leicht beunruhigt. Boah, Junge. Ich dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich schon. Ich gehe hier komplett rein. Aha. Habe ich fast vor. Also, ach lol, man hätte. Ja, man muss halt schneller sein als die. Die sind ja am Anfang da weggerannt. Aber das, also diese Aufforderung, ja, also stand das irgendwo? Habe ich mich da gerade auf die Pilze konzentriert oder auf dieses Ding? Weiß ich nicht, ich habe auch. Wild. Ja, ich ignoriere die auch ein bisschen, mich ehrlich. Geh doch rein. Das ist sehr, sehr wild, habe ich gar nicht. Also, dass die da weggeschwommen sind, habe ich realisiert, aber alles andere. Ich habe auch kurz, also kurz habe ich gerade mal dran gedacht, ja, okay, die kommen vielleicht jetzt alle auf einmal. Fuck, ja, ich. Ich war zu langsam. Alles gut. Huch, jetzt bin ich aber lost.
Man kann auch so schön rausspringen. Ja. Du schwimmst toll! Perfekt. Ja, dann machen wir gleich noch einen Run. Bin mir noch nicht sicher, welche ich hübscher finde. Irgendwie, ich glaube, die Orangen sind geiler. Ich warte mal noch ein paar Farben ab. Ja. Ah, danke. Ja, jetzt können wir schon den nächsten Level wieder. Genau. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade vorhin hast, geschenkt bekommen. Ja. Achso, ja, manchmal ist es random. Soll ich es anlegen? Mach erstmal. Ja, mal. Ja. Ja, nee, du warst ja gerade als erstes an der Poleflex. Das müssen halt auch beide wirklich performen, weil sonst, wenn einer hängt bleibt, bleiben beide hängen. Das ist die, Sache. Achso, naja, wir können ja hier jetzt mal den Straighten machen. Achso, lol, man muss die unterwegs einfach einsammeln. Kriegst du den? Naja. So schnell, dass man die noch irgendwie anders einholen könnte, definitiv nicht. Also das finde ich gerade sehr, sehr seltsam. Finde ich sehr, also wir machen es natürlich normal, aber sehr seltsam. Ach, dumme Sau. Das ist trotzdem also wirklich schwammig. Ah, das war steif. Ich glaube, hier kann man auch in der Mitte durch und wenn man das macht, dann schafft man es nicht. Weil wenn man, da muss man halt, hier gibt es eine Linie in der Mitte bei dieser Passage, wo man einfach nur durchspammen kann. Und wenn man das macht und dann nicht hoch und runter geht, dann schafft man den. Weil dann, da ist es nämlich. Da muss man wirklich diese ideale Linie dort finden, in diesem Bereich. Also ja. Alles andere, ja, jetzt ist ja auch jetzt Bibi. Mopsgeschwindigkeit. Ja. Prima. Wunderbar. Ja, also fordernde Herausforderung. Deswegen heißt es auch Herausforderung, weil es mich herausfordert in meinen Fähigkeiten. Begriff erklärt. Bildungsauftrag erfüllt. Besonders gut, wenn dazu kommt, dass man auch nicht redet, dass die Leute das auch richtig gut hören können. So, ja, war eine gute Idee von mir auf jeden Fall, das Ding als erstes zu spielen. Ja. Ja, dann gehen wir mal in den nächsten Level, wa? Den schaffen wir noch, ja. Fliegt ja jetzt einiges weg. Auch. Wir haben ja noch gar nichts geschafft bis jetzt. Ja doch, wir haben die Kasse gemacht. Ach ja, aber ja, den schaffen wir noch. Dann nehmen wir um der Sandhechte. Sandhechte, wieder neues Vieh. Alles klar. Bin ich gespannt. Achso, wir haben jetzt auch, ja, wir haben jetzt den Abzeichen dran, ne? Scheiße. Jesus, ich hab grad. Aber kann man den? Ja, wahrscheinlich kann man den nicht, also wenn ich da jetzt drauf hüpfe. Null. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Das ist wichtig, wichtig zu wissen, wichtig. Ja. Achso, da ist ja noch eine Fume für mich, lol. Man kann ihn aber töten. Ja, nicht, wenn der genau unter dir rauskommt. Nee. Ja, braucht aber auch mehr als einen. Ja. Oder hast du den schon mal erwischt vorhin? Einmal. Ja, also dreimal braucht er dann immer. Gut zu wissen, wenn man das erstmal austesten kann, alles sehr sinnvoll auf jeden Fall. Chap chap. Chap chap. Huch, ich hab auf dich geschossen. Ah! Ja, gut. Schon wieder alles im Arsch. Meister. Hier ist irgendwie eine lustige. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt hier in die Höhle der komischen Hechtviecher da begeben. Ja, solange da noch irgendein ein Block ist, dann kommt er halt nicht hoch, ne? Das war bloß. Was sind das wieder für Aale? Das ist ein Pitchblock. Ach, ein Stern, toll. Dann gehen wir noch. Boah, das war close. Das ist einfach nur geschenkt. Oh. Könnte daran liegen, dass wir am Strand sind. Lol, hey, warum hab ich jetzt einen Stand? Ich auch nicht. Wo ist denn hin?
Ja, weiter wahrscheinlich. Ja. Prima. Ah! Weg. Sollen wir das den hier freifressen lassen oder können wir das selber? Ja, wenn du groß bist, ja, kannst du es selber auch. Ja. Ja. Achso, ja, fein. Ja, ich glaube nicht, dass die Blöcke jetzt da sinnvoll waren. Hoffe ich zumindest. Ja. Geht jetzt nicht weiter. Lol. Aber gut, ja, ich hab. So Stacheln. Hey, Alter, ich dachte, da kann man hoch. Das ist. Ich hab nicht gerafft, dass das Stacheln sein sollen. Ja, unten sehe ich es jetzt, aber oben, das habe ich nicht gerafft. Nicht gesehen, dass das Stacheln sein sollen. Perfekt, hoch. Alles ist gut. Ja, weil sonst kommt man nicht da runter. Da ist ja so ein Aufwärtstrieb-Bums. Da ist die letzte. Die letzte Münze. Okay, gibt es so. Nur noch Fettmünzen. Das war völlig, völlige Überforderung. Ja. Achso, okay. Da gibt's auch was. Also es gibt keine Applause mehr, sagt die blaue Blume einfach schön. Schön. Ja, war das schon die dritte? Ja. Hallo, die kann man auch töten, das ist gut zu wissen. Also die Anzeige mit diesen Münzen hätte man vielleicht schon noch irgendwo auf dem Screen lassen können, finde ich zumindest, weil... Ja, also wie, ja. Ja, klar. So, jetzt kommt von rechts oder von links so ein komischer Fisch oder was? Nee. Ich weiß gerade nicht, wie der da hinkommen soll, wo er hin soll. Ach, eigentlich braucht man das auch nicht, oder? Ach fuck, jetzt habe ich nicht an den gedacht. Ich weiß nicht. Mit Elefant würde es halt gehen, aber... Ja, da hätte man sich halt ein bisschen... ja, was gespart, ne? An Weg oder an Gefährlichkeit. Ah, hallo, die sind ja jetzt auch orange, ja logisch. Hallo? Ist sie jetzt weg? Nee. So. Oh, hallo. Ich soll jetzt nicht ernsthaft weg. Ja, warte mal. Ich dachte jetzt, das führt einen noch in irgendeine andere Welt. Das wäre jetzt noch meine Erklärung gewesen. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass man nur die 2 Sekunden da Zeit hat, diese Scheiße einzusammeln. Wo sind wir denn hier? Ja, na gut, ja, dann müssen wir hier wohl nochmal rein. Wer hätte das gedacht? Aber das finde ich nicht so geil. Also die kann sich ja meinetwegen bewegen, aber warum denn ja, nach so 2 Sekunden doch wieder weg sein? Das ist doch... Ja, fuck. Ah ja, stimmt, fuck. Ich hab gar nicht dran gedacht. Ja, dann müssen wir die Wunderblume jetzt gleich nochmal, Wundersamen, Bums, gleich nochmal einsammeln. Ja. So ist das Leben. Wenigstens wissen wir, wo es ist. Schönes Bild. Das nehmen wir. Nehmen wir. So, ich dachte, da kommt gleich noch ein Item raus. Okay, also. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Gott, der ist dann rein. So gut. Das ging fix. Oh Gott. Jetzt scheinbar jetzt nach unten. Okay. Also wieder die Kekse einsammeln. Das war wahrscheinlich auch knapp, mein Freund. Dann kommt dann raus, ja. Aber das ist ein Keks. Ah, ach lol. Das geht nach oben weiter. Na, beziehungsweise wahrscheinlich so, nach rechts. Nee, und ja so. Klar. Ja, nee. Aber wo geht man dann? Man muss halt an den richtigen Stellen so. Was geht denn da vorne raus? Kann man das hier mit einem Mal? So, ja, fresh, ja. Ich das sonst komplett vergeigt. Ja, perfekt. Das ist schon gut. Gut, der rollt noch die Cheap Cheeps weg, ist auch in Ordnung. Wen rollt er weg? Die Cheap Cheeps rollt er auch weg. Nee, war nicht auch. Er räumt dich weg. Achso, ja. Ja, komm ran, Meister. Was? Was hat er denn für ein Problem? Ich glaube, er wird gefressen. Achso. Ja, passiert. Achso, ich glaube, er kommt gleich nochmal raus. Nee, doch. Nee, ist weg. Das war ja wild. Ja. So ist das.
wirklich wild. Aber wir haben doch schon so viele kleine lila Münzenstückchen eingesammelt. Wie kann es sein, dass wir da eigentlich einen geraden Betrag haben? Das kann doch nicht sein. Willst du hin? Ja, ich habe auf dich geschaut. Perfekt. Das ist irgendwie beide lila oder beide pink. Ja, das stimmt, das ist schwierig. Also ja. Auch, ja klar, die ist blond und das andere ist ein Pilz, aber irgendwie verkackt man das trotzdem manchmal. Hup, dann doch nicht am Stopp. Toll. Ja, fein, okay, dann haben wir es ja doch noch zu einem guten Ende gebracht, das Ganze. Ja. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch alles instant finden konntet, so wie wir. Ja, wir haben es alles instant gefunden. Instant gefunden. Oder wer auch schon die erste Welt abgeschlossen habt oder da auch noch an den 5.500 Leveln hängt. Aber nein, nein, alles gut. War eine sehr, sehr abwechslungsreiche erste Welt. Wir schauen mal, wohin sich dieses ganze Atoll hier entwickelt. Mal sehen. Ja. Sind wir gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, abonniert den Kanal. Ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Vorbei. Genau. Und wir sagen bis dahin. Tschüss. Wiedersehen.